Weil 8 Punkte gegen knapp 20 wird, glaube ich, knapp. Ja. Wie sieht's denn hier militärisch bei euch aus, hör mal? Oh, wow, ach nee, warte, das ist Religious Domination. Eleanor hat 230. Dreimal so viel. Amanitore hat 383. Wenn ich da mit den ganzen Dudes um die Ecke komme. Mit Genf, Bologna, Oakland und zwei militärischen Stadtstaaten. Wie bekommt Könnte man es. Diplomatiepunkte? Das ist Diplomatic Favor und sonst und so ein Kram. Und also das hat was damit zu tun. To achieve diplomatic victory, be the first to accumulate the target number of diplomatic points. Whenever you vote for the target, an opinion combination that passes for a World Congress resolution, you'll earn one diplomatic point. You can earn additional points through the diplomatic victory proposal in the World Congress by generating the highest score in aid requests or completing the Seas Debts Tech, the Global Warming Mitigation Civic, or the Statue of Liberty, Mahabadi Temple or Potala Palace Wonder. Ja, okay. Dann Diplomatie-Sieg ist it is. Was anderes kriege ich nicht hin. Ah, jetzt Alles scheint ist ja nicht alles ab. gut bei dir zu sein. Ziemlich am Arsch. So, zack, du gehst mal. Ach, scheiße, hättest du auch gleich dahin gehen können. Naja, egal. Oh! Ark of the Covenant. Created by Martyred Apostle. Displayed in the Temple Rio de Janeiro. Ja, cool. Habe ich erstmal. Ach, du ahnst es nicht. So ein Rotz. Ah, meine Leutchen sind irgendwie ein bisschen dämlich. Es könnte sein, dass sie gleich nicht mehr existieren. So, Warte. Ancient Wall. Yep, ich weiß. Moment, ich hab. Nein, Amanitore. Dieses große Werk, das hab ich nicht selbst geschaffen. Das wurde mir geschenkt, mehr oder weniger. Es ist ein freundliches Geschenk gewesen. Eine Aufräumaktion. Das erinnert mich irgendwie voll an E.T. Ungeheuerlicher Vulkanausbruch. Der Ausbruch des Lillö-Vulkans war einer der tödlichsten in der gesamten Menschheitsgeschichte. Null Geländefelder beschädigt, Bevölkerung um null reduziert, null Einheiten getötet. Und ja, kann ich nicht mehr nachgucken. Aber auf Zwei jeden Fall. geschädigte, also bei mir auch Mega Colossal Volcano Erupts. Zwei Tiles wurden beschädigt. Nix ist verloren gegangen. Aber zwei Felder wurden nochmal ordentlich. Oh, wie heißt das denn im Deutschen? Fertility. Gedüngt, mehr oder weniger. Gedüngt. Ja, also. Alter, Fertility ins Die Deutsche übersetzen. Fruchtbarkeit wurde erhöht. Fruchtbarkeit, es ist Fruchtbarkeit. Ach komm, dann gehen wir dahin. Du bastelst hier dann noch eine. Also erstmal bastelst du hier jetzt noch mal einen weiteren Bauarbeiter, jetzt mal ganz ehrlich. So, moin meine lieben Archers. Plonk. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn meine Dudes da noch rumstehen. Ich habe da mal einen Pin gesetzt. Da würde ich gerne meine nächste Stadt bauen. Das ist ziemlich knapp an dem Punkt, wo ich meine nächste Stadt dran bauen will. Also es passt, aber weil ich bin nämlich jetzt gerade dahin gegangen. Und da wollte ich nämlich gerade hingehen. Also 1, 2, 3, 4 Felder, exakt 4 Felder. Ja. Aber geht klar.
Ist auch kein Problem, wenn du dich da sehr ausbreiten möchtest. Ach, du. Ach, come on. Was denn? Barbarischer Speer vor Helsingborg. Das ist uncool. Wir können gleich eine Allianz schließen. Das ist cool. Holy moly. Was denn? Ich erforsche demnächst den Metallguss und bekomme die Carolina, das ist die Ersatzeinheit für die Musketenpikeniere. Ah. Und die bekommen plus 3 Kampfstärke pro nicht benutzter Fortbewegung. Heißt, ich vercamp mich irgendwo mit denen. Ja, und dann geht's ab. Hm. So. Mal gucken, wie das gleich ausgehen wird, weil ich denke mal, ich werde gleich den Krieg gegen England erklären. Also es wäre doch sehr angenehm, wenn ich den Krieg gegen England dann auch langsam hinter mich brächte. Meinst du, weil du noch vorne bist? Militärisch betrachtet, nö. Bin in keinerlei Hinsicht. Wissenschaftlich. Ja, wissenschaftlich. Das schon. Aber. Was hat Wissenschaft denn schon großartig jetzt damit zu tun, ne? Also. Ich habe auch schon bewiesen, dass Massestadtklasse auch ordentlich was bringt. Mhm. Ja, aber wenn ich sagen könnte, ein Giant Death Robot gegen 200 Krieger. Ich kann, ich kann die große Bibliothek in 6 Runden bauen. Wird's dann mal? 10 Runden braucht's noch, bis sie fertig ist. Ich meine, du kannst gerne mit deinen Kriegern mal da Richtung Süden von Stockholm gucken. Das brennt da alles. Ja, mein Problem ist gerade, ich möchte gerne meine Krieger jetzt langsam mal ein bisschen da setzen. Ich stelle einfach meine Bogenschützen jetzt ganz dreist dahin. Ja, kannst sehr gerne machen. Musst du wahrscheinlich bloß wegziehen, wenn ich da die Handwerker bauen will. Obwohl, nee, da brauche ich ja keine Handwerker für. Die können da ruhig stehen bleiben. So, jetzt fange ich auch mit den ersten Plantations vernünftig an. So, zack, zack, zack. Das läuft ja hier richtig. Hm? It's lipping. Der Protestantismus ist in Preslav eingezogen. Ja, aber er verliert da auch schon wieder ordentlich. Ja, Kumasi konvertiert auch alleine durch den Druck von unten. Hm. Ich muss bei mir gleich mal. John Curtin has sent you a warning. Wovor will mich der Typ denn bitte warnen? Der große Leuchtturm wurde gebaut. Von wem wurde denn der große Leuchtturm gebaut? Keine Ahnung, kenn ich nicht. Ah, Gitarja. Hm. Übrigens, ich hoffe, dass ich aus der Stadt da oben eine komplette Einwohnerstadt bauen kann. Für Pingala? Ja, obwohl, nee, Pingala ist da unten ziemlich gut aufgehoben. Die pumpen halt da ordentlich große Persönlichkeitenpunkte raus. Mit
dem voll ausgebauten Campus, dem Orakel, der großen Biblio, die eventuell noch fertig wird. Eventuell. Ja. Das ist das wichtige Wort an der Geschichte. 8 Runden noch. Sklütchen, was machst du mit deinen Missionaren hier? Oh, Sklütchen. Oh, hallo Sklütchen. In 316 Runden konvertiert Helsingborg. Ja, da muss ich mal, glaube ich, gleich dafür sorgen. Die sind protestantisch, ne? Beef. Nobody expects the Brazilian Inquisition. Ist halt wirklich so. Ach Gott, ich muss mich mal unbedingt kümmern. Und Galilei. Wo sollte Galilei nochmal hinwandern? Nach Norden, nach Genf. Ich kenne Genf nicht, das ist das Problem. Nach Norden, nach Genf. Okay. Du kannst nach Babylon erstmal rennen, dann kannst du nach Auckland rennen. Das ist direkt nördlich davon und rechts von Auckland ist Genf. Ich guck mal gerade, ob hier unten eventuell noch ein weiterer Berg ist. Oh, wait a minute, mein Turtle-Effekt geht aus meiner eigenen Stadt gerade raus. Das ist jetzt uncool. Fällt mir gerade ein. Was fällt dir gerade ein? Oh nein. Ja, jetzt habe ich es auch gerade, oder? So. Let's propose the deal. Oh ja, krass, du. Also, ziemlich komplizierte Herausdings. Porto Alegre. Alegre. Ja, Mann, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Lass mich verwirrt sein. Porto Allergie. Das ist ja wirklich so. Kannst du ja umbenennen. Nein, meine Städte heißen so, wie meine Städte auch heißen. So, ich baue jetzt gleich das erste Mal Eisen ab. Joho! Ja, stimmt, du hast Eisen durch mich. Falls ja. Du Eisen brauchst, ich habe 25. I don't need iron. I'm gonna straight for the diamonds. Wobei, ich baue nicht mal Eisen ab. Ich bekomme Eisen nur durch Kumasi. Uff. Was dagegen, wenn ich mich in Babylon reinhänge? Nö. Gut. So. So, kulturell gehe ich jetzt langsam auch steil. Ich komme langsam wieder auf annehmbare Werte, was die Produktion von Lebensmitteln angeht. So, Sao Paulo hat jetzt auf jeden Fall schon mal wieder den Turtle-Effekt. Und damit werden meine nächsten Städte dann auch mit der Religion gegründet. Bei dir übrigens auch, ne? Also, deine Städte werden sich mit der Religion ausbreiten. Nein, andersrum, deine Religion oder die Religion breitet sich mit den Städten aus, so rum. Ja. Alter, Rio de Janeiro wächst halt unaufhaltsam, das ist so schlimm. Brasilia. Ja, Brüssel konvertiert hoffentlich demnächst selbst. Okay, dann renne ich mal nach Babylon. Bologna. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz mal hier gucken. Dann nehme ich mal gerade Sachen anschauen. Der muss dahin.
Das muss dahin. Muss ich mal gucken, dass ich nur das venedische Arsenal hinkriege, aber dafür brauche ich erstmal ein Shipyard. So. Zack, und hier basteln wir nochmal Salz ab. Alter, ich habe so viel Salz, ne? Ich bin richtig salty geworden. Oh, Tymyris has proposed a deal. Mal gucken, was Tymyris von mir möchte. Aber Tymyris mag mich nicht. Mich auch nicht. Und dafür mag mich Elina. Ach du Scheiße, oder? Was macht die bei Kumasi? Will sie Kumasi eventuell einsnacken? Snackt den Protestantismus nach Kumasi. Achso, sie bringt den Protestantismus nach Kumasi. Oh Gott, ich muss mal gerade ganz kurz nachgucken, was bei der Messearbeit losläuft. Was? Hier wurde gerade ein Link reingeschmissen. In die Gruppe Arbeitsverbot ab dem 16.03. bis 21.03. wegen Corona an allen Unternehmen in ganz Deutschland. Na okay, glaube doch nicht. War ein Spam-Link. Oh Mann, das wäre aber cool gewesen. Ja. Mittlerweile glaube ich den Scheiß ja schon fast echt, ne? So wie die alle am Rad drehen, Alter. Ja. Also ich weiß, meine Ausbildung fängt am 1.8. an. Bis dahin. Oh krass, dann haben wir ja exakt denselben Ausbildungsbeginn. Juhu! Wow, wer hätte da... Er hätte ja sein können... Ich hätte es erwartet. Ja, hätte aber auch sein können, dass du am 1.10. oder so anfängst. Ist ja auch kein... 1.10. ist Anfang für die zweite Welle, wenn die ersten gesagt haben, nee, geht nicht. Ah. Insofern... Normalerweise fängt das Ausbildungsjahr am 1.8. an. So, ich gehe mal hier mit den Dudes mal ein bisschen los und gehe mal checken, was da abläuft bei denen. Ja, nach links ist... Na, nach links habe ich nicht so viel erkundet, aber da ist kein Barrow dann. Vier Runden, bis die große Biblio fertig ist. Hey cool, mich würde es immer noch nur 6 Runden kosten. Kannst du ja jetzt anfangen. Nee, lass mal. Ich brauche gerade andere schöne Sachen, die möchte ich jetzt nicht verlieren. Ich habe den Metallguss entdeckt. Das ist auch schön. Kannst immerhin Metall gießen. Ich habe das Schießpulver entdeckt. So rum. Ach so, ja okay, das kann ich glaube ich schon. Schießen kann ich schon lange scharf, ja. Dann weißt du ja auch, warum ich genau dahin will, wo ich hin will. Ja, Bing in 2 Schießpulvern. Ja, Schießpulver habe ich tatsächlich gar nicht so viel in meinem Reich, aber das brauche ich auch, glaube ich, nicht so viel. Ich will mal dieses Mal nicht so krass militärisch spielen. Hat aber Pläne, England auseinanderzunehmen. Ja. Hätten wir das auch geklärt. Aber ich mache das nur wegen dem Naturwunder, nur damit das klar ist, also... Nur damit das klar ist, nur Naturwunder, okay. Genau. Garantiert nicht, weil England dir sonst auf den Sack gehen könnte. Guck dir mal bitte an, wie weit... Achso, du weißt nicht mal, wo England ist. Guck dir mal an, wie weit... Ah, Moment. Da war was. Zwischen England und mir ist eine große, ist ein großes Pufferkissen mit Stadtstaaten. Wenn sie einen meiner Stadtstaaten attackiert, dann gibt's Beef. Aber es könnte sein, dass sie gerade den einen Stadtstaat hier tatsächlich angreift. Das muss ich mal gleich im Auge behalten. Entschuldigung, mein Fehler. Muss ich mal im Auge behalten, weil wenn sie den jetzt gerade angreift, dann habe ich jetzt auch einen legitimen Kriegsgrund gegen sie. Das könnte dann nämlich zu einem vernünftigen Krieg führen.